Schön, dass du da bist. Ja. Im heutigen Auswahlorakel geht es darum, was ist dein Geschenk im Bereich Liebe? Tja, ich möchte gern gleich starten. Nachdem es eh so ist, dass die meisten das Intro überspringen, werde ich dann pro Stapel einfach mehr drüber erzählen, was da gemeint ist. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Viel Segen, Stella. Stapel Nummer 1. Dein Geschenk in der Liebe. Was ist dein Geschenk? Bist du Single? Hast du einen Wunschpartner? Oder bist du in einer Partnerschaft? Und es ist die Situation, einfach so, dass du dich fragst, was ist da bitte dran, das Geschenk? Weil du einfach das als Herausforderung empfindest, wie es gerade ist. Ja? Unabhängig davon, in welcher Konstellation du dich befindest, vielleicht gibt es eine Krise mit deinem Partner und du weißt nicht, sollst du die trennen oder nicht, oder sollst du bleiben oder. Ja, bist du einfach schon für dein Empfinden zu lang Single und sagst, was ist da bitte das Geschenk dabei? Was könnte dich verbessern? Oder passt einfach die Zeitqualität nicht? Ja, du bist so richtig von der Stimmung her so, ai, was soll da wirklich das Gute dran sein? Was soll ich da sehen? Wieso ist es alles so, wie es ist? Und wie ist die Tendenz? Kann ich da was ein Stück weit dazu tun, dass es in einen positiven Fluss kommt? Wenn du dich da wiederfindest in dieser Fragestellung, dann bleib dran. Gut. Kollektives Orakel, gell? Du weißt, wenn du da die nicht, was die, wenn ich anfange zu legen und du sagst, nein, das passt überhaupt nicht, dann ist das einfach der falsche Stapel oder einfach nicht der Orakel, gell? Stapel 1. Dein Geschenk. Schau dir die Karten an. Was da für dich gekommen ist. Genau die Karte, die bedeutet Geschenke. Sehr interessant, gell? Also es ist voll dein Thema. Schau dich um. Wirklich, was ist in deiner Situation, in der Liebe jetzt das Geschenk? Was ist der Reichtum? Das, was jetzt noch da ist für dich, ist, öffne dich den Geschenken, denn sie sind bereits da. Ich sehe dich stehen und weißt du, dass du so die Schultern zurückgibst und die Arme ausbreitest und sagst, ja, ich bin offen für Geschenke, für Gaben der Liebe in der Liebe. Ja, ich bin offen und bereit für das Gute und das Gute in der Liebe, das für mich Beste
liebevolle zu empfangen. Jetzt. Ich bin bereit. Gut. Und so, da. Gut, das lassen wir da mal so stehen. Bin da schon Tarotkarten liegen für dich. Ich habe dann nochmal den Buben der Münzen, also der besagt, das sind Angebote für dich. Es ist ja sehr, sehr interessant, ja. Bevor ich jetzt was sage, möchte ich gerne noch ein paar Zusatzkarten ziehen. Das sind zu viele. Es gilt nämlich abzuwägen, welche Angebote du, also du bekommst viele Angebote, ja, mit dem Buben der Münzen. Es ist da, also viele Geschenke. Es geht ja darum, was ist eigentlich das Geschenk? Also die Geschenke sind da. Die Angebote, ja, die Möglichkeiten, das Gute. Deine Karten sagen aber, dass du die Karten sagen, du bist in einem Heilprozess, du hast wirklich weniger Schönes hinter dir. Liebestechnisch und du möchtest einfach wieder das Leben genießen und dich wohlfühlen, ja. Und das ist aber gerade in Balance, ja. Es ist gerade in Balance. Es ist okay. Deswegen ist es so, dass du vielleicht das eine oder andere Geschenk, was da jetzt gerade da ist im Liebesbereich, ja, vielleicht eine nette Geste, eine liebe Nachricht von der Situation her, ja, dass dir die Zeit gegeben wird für Dinge, die du vielleicht sonst nicht hättest, ja. Also du weißt es am besten selbst, ja. Aber aufgrund dessen, dass du da in einem mega, mega, mega Heilprozess bist, ist so, dass du da vielleicht jetzt gar nicht so hinschaust, ja. Und diese Angebote wahrnimmst, ja. Es ist eine karmische Situation, in der du bist. Und es ist wie wann sie, also es ist nicht wie wann sich, sondern es ordnet sich dein Leben komplett neu. Es ist ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Ja? In der Liebe. Und du bist so, warst du im Übergang. Die Angebote sind da, die hilfreichen. Ja, du prüfst es sehr genau. Das ist, also die Karten zeigen an, dass du, es ist einfach so viel passiert bei dir, ja, was nur in den Emotionalkörper gespeichert ist, wo du sagst, okay, ich bin mal achtsam, um nicht zu sagen vorsichtig, ja. Also, es ist okay, ja. Es wäre ja alles andere unnatürlich, ja, wenn dir so viel zugestoßen ist und du hast es noch nicht ganz verarbeitet und geheilt, ja, dann ist es ganz normal, dass du sagst, okay, ich bin da mal achtsam, ja, was mir da angeboten wird, ja. Und ich schaue mal, wie das überhaupt gemeint ist.
Auch wenn es Geschenke sind, ja. Und was du alles angeboten bekommst in der Liebe. Es ist eine komplett neue emotionale Öffnung, in die du da gehst. Stapel 1. Ein ganz radikaler Schnitt, den du da auch vom Verstand her machst, damit du wieder aus deiner Kraft heraus in das Neue rein schaust und in eine neue Welt gehst. Wissentlich um deinen Wert. Sehr viel schwere Zeiten hinter dir. Sehr viel Überlastung. Und es ist jetzt dabei nur mal der Hinweis, ja, dass sich das ausbalanciert. Nimm an. Nimm an. Das Geschenk in der Liebe ist bei dir dass du lernen darfst, die Geschenke zu erkennen. Ich habe dann nochmal, dass du nicht wirklich, also der Lernprozess ist, dieses neue Kapitel ist anzunehmen. Annehmen. Geschenke annehmen. Weißt du, ich habe die da dermaßen. Es ist interessant, ja, weil es, weißt du, es liegt so da, dass du so viel hinter dir hast in der Liebe. Wenn du die da nicht wiederfindest, dann ist es nicht der Stapel, ja. Dass du. Also vom Energielevel her ist Zero, ja, ist Null, ja. Und das Interessante ist, auf der anderen Seite bist du aber so vorsichtig, weil du so viel hinter dir hast, dass du die Angebote, die da sind, dass du die dermaßen prüfst. Also quasi, ob da eh niemand was Böses will, ja. Was verständlich ist bei dem, was einfach da nur in dem Energiefeld hängt und was in der Heilung ist, ja. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es genau darum ginge, nimm das an. Lerne anzunehmen, ja, zu empfangen. Schon wieder Page. Stapel 1. Lerne anzunehmen. Nimm an, nimm an. Richte wirklich deinen Kopf hoch und sieh die Möglichkeiten in Liebesdingern. Ja, ob das jetzt von deinem Partner ist, ob das jetzt ist, wenn du einen Wunschpartner hast und sagst, ja, aber der ist gebunden und der trennt sich nicht. Okay, vielleicht, also nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit gibt es andere Möglichkeiten. Okay, vielleicht von potenziellen Verehrern, die du bis jetzt nicht beachtet hast, ja, wo du sagst, na, die mag ich nicht, die mag ich nicht. Richte mal deinen Blick hoch und sag, okay, ich nehme diese Angebote, die gut gemeint sind, und das ist es, das liegt da, an, einfach weil es mir gut tut. Oder wenn du Single bist und sagst, ja, aber da ist kein Partner, da ist kein Partner, dass du sagst, gut, okay, dann werde ich mal aktiv und gehe mal aus oder auf eine Veranstaltung oder im Internet, also dass du dich zeigst, ja, und dass du vielleicht die eine oder andere Kommunikation einfach genießt. Also es sind
Es liegt da dreifach. Es sind Angebote da, es sind Geschenke da. Es ist nicht so, dass da nichts da ist. Ganz im Gegenteil. Nimm es an. Das ist die Übung. Und dann, und jetzt kommen wir das durch, ist er beim Universum ja so, aha, sie kann ja, sie will ja, sie will ja und kann ja und öffnet sich. Die Liebe annehmen, sprich die Liebe im Sinne von das Gute. Sie ist bereit, nicht nur zu geben, sondern auch anzunehmen. Und damit kommt positive Energie rein, ja? Und du unterstützt damit den Fluss, den positiven Fluss in Liebesdingen, ja? Es sind die Chancen total da mit Ast der Münzen, ja, den Sieben der Kelchen. Es ist wie eine Art Verblendung. Ja. Habe jetzt gefragt, wie kannst du das erlösen? Ja, nur ein Stück weit mehr. Das waren jetzt eh schon sehr viele Inhalte drin. Und kommt die Herrscherin, ja. Genieß das Leben, genieße wirklich genieß deine Verehrer, genieße oder geh raus und genieß einfach einen angenehmen Blick von jemandem, ja, in Liebesdingen, ja, vielleicht von deinem Partner oder von potenziellen Verehrer, ja. Aber wenn jetzt du sagst, ha und ich mag nur den und den oder die passen alle nicht, ja, irgendwie so. Genieß es einfach anzunehmen, ja. Genieß es anzunehmen und die Möglichkeiten sind da, wenn du wirklich den Blick drauf richtest. Das ist nämlich die Thematik, ja. Also da ist so viel, was du sagst, wo du die innerlich gar nicht den Blick aufrichtest und sagst, ah ja, die Möglichkeit und die. Schau ja, sechs Kelche, es liegt in der Vergangenheit, ja. Also, so kannst du das wenden. Die Geschenke sind da, nimm sie an. Das ist deine Botschaft. Stapel Nummer 1. Ich danke dir für dein Like, für dein Abo. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Danke fürs Mitdabeisein. Viel Segen. Für dich, Stella. Stapel Nummer 2. Was ist dein Geschenk in der Liebe? Gerade jetzt. Du bist in einer Situation, wo du dir denkst, also die jetzt nicht sehr angenehm ist für dich, ja? Und wo du sagst, und bitte, was ist daran das Geschenk? Was ist daran, es gibt in allem ein Geschenk, ja? Also quasi die eine Seite der Medaille und die andere, ja. Was, wo soll ich hinschauen? Wo ist das Geschenk in der Situation, im Bereich der Liebe? Unabhängig davon, ob du Single bist, eine Partnerschaft hast, einen Wunschpartner, ja. Ob du ihn mit einer Trennung steckst oder überlegst, soll ich mich trennen oder nicht. Oder ob du in einer Partnerschaft bist, wo du sagst, naja, so toll ist es nicht, ich fühle mich überhaupt nicht wohl oder was sie oder Dreiecksgeschichte, in der du steckst, ja, gerade die befindest, was ist da dran, das Geschenk, ja, wo soll ich hinschauen? Dann ist es sozusagen dein Orakel, du weißt, es ist kollektiv, Stapel 2. Schau mal, ob sie da drin findest und wenn du gar nichts damit anfangen kannst, dann ist es einfach nicht dein Stapel oder nicht dein Orakel. Es ersetzt auf keinen Fall eine persönliche Beratung und das soll es auch gar nicht. Aber vielleicht ist der eine oder andere spirituelle Impuls dabei,
Für dich in Sachen Liebe, was ist denn dein Geschenk im Bereich der Liebe jetzt, in dieser Situation? Hemisch und Misch. Diese ganz besonderen Karten für dich, für dich, für dich, für dich. Stapel 2. Stapel 2. Das war jetzt ein Support. Du siehst diese wunderschöne Karte. Dein Geschenk. Unterstützung. Ich spüre mich da gerade rein, ja. Deswegen sind nicht so Sprechpausen. Ich spüre mich gerade rein und habe das beiliegende Büchlein an der Hand. Das ist ein wunderbares Kartenset. Also wann du in einer Partnerschaft bist, ja, ist da, acht mal drauf, wo dich der Partner unterstützt, worin er dich unterstützt. Also richte mal den Blick auf das, was dir gegeben wird. Wo dich supportet. Wenn du in einer, ja, Wunschpartner hast und sagst, ja, der hat sich zurückgezogen. Also das ist einfach unbefriedigend, ja. Oder Dreieckskonstellation. Es gibt Menschen, die dich unterstützen. Vielleicht sind es jetzt Freunde, aber das ist was Tieferes. Ich schaue mir das dann nachher noch an und für die Singles, worin unterstützt dich diese Situation? Jetzt wirst du sagen, na super, jetzt bin ich schon so und so lang Single, für meine Wahrnehmung viel zu lang. Wobei soll mir das unterstützen? Ich möchte gerne eine Partnerschaft. Und das ist jetzt natürlich eine sehr gute Frage. Also das heißt, diese Botschaft, die ist jetzt nochmal das, was für Partnerschaften ist, habe ich gesagt, gell? So, und für die, die jetzt in einer sehr unbefriedigenden Konstellation sind, ja, schmerzhaft und so weiter, also es taugt ihnen nicht. Wunschpartnerschaft etc. Oder Single und wollen einen Partner. Ja, was ist denn da die Unterstützung? Oder von wem? Da arbeite ich noch mit dem Lenormand auch. So, und zwar, da schaue ich jetzt zuerst mal für die Wunschpartnergruppe, Wunschpartner und Affäre, Dreieckskonstellation. Was ist das Geschenk in deiner Situation? Alle mit Wunschpartner oder Dreieckskonstellation jetzt? Wo ist der Support? So, ich komme gleich drauf, ja? Ich schaue jetzt nur in die Tarotkarten und fasse es dann zusammen.
Was ist das Geschenk in deiner Situation? Was ist das Geschenk in deiner Situation, die sich für dich aber sehr herausfordernd anfühlt, ja? Wo ist der Support? Die wollte raus. Hoppala. Okay. Gut. Stapel 2. Die Unterstützung kannst du dir aus der Natur holen. Ja, aus der Natur. Das Geschenk, worum es bei dir geht, ja, ich komme dann gleich auf die Tarotkarten zu sprechen, die da gesprungen sind für dich, ist, dass du in deine Kraft kommst. Der Rat der Karten ist, die Natur gibt dir Kraft. Die Natur ist dein Support. Jetzt in deiner Situation, ja. Diese Situation, das Geschenk darin ist, dass du in deine Kraft kommst. Dass du in deine Kraft kommst. Ganz nach innen gehst. Es ist doppelt angezeigt. Und ganz in dich gehst, ja, und da hätte ich jetzt ja wieder, weißt du, die Natur unterstütze dabei, weißt du, wohin du eigentlich im Leben möchtest, ja, der Wagen. Dass du die ausbalancierst, wir haben hier zwei Pferde, ein weißes und ein schwarzes, ja, innerlich austarieren und dann Entscheidung triffst, und zu sagen, gut, okay. Und wo möchte in Liebesdingen wirklich hin? Und das auch umsetzt. Ja, also der Wagen ist wirklich, hat sehr viel mit Mut zu tun, mit Vorangehen und wirklich mit einem riesen Sprung nach vorne zu gehen. Und zwar in die Richtung, und jetzt kommt's, die dir Kraft gibt, nicht die dir Kraft nimmt. Und der Situation ist geschützt. Die Hohepriesterin ist eine Schutzkarte. Ja, alle Singles. Was ist denn dein Support? Das jetzt in diesem Stapel Nummer 2 eben unterteilt, ja. Weil das jetzt einfach so da war. Es ist wirklich immer individuell. Was ist dein Support bei der Gruppe mit Partner in einer festen Partnerschaft? Also in einer beständigen Partnerschaft habe ich das schon gesagt, wie die Karte gesprungen ist. Die Singles, was ist denn dein Support? Was ist deine Unterstützung? Jetzt in dieser Situation, das Geschenk darin ist, dass du Unterstützung hast, dass du Unterstützung annehmen sollst, ja? Dass du mal sehen sollst, du hast Unterstützung, ja? Okay. Also du bist Single und bist der Partnerschaft, ja? Und okay. Die Störche. Es ist bereits alles in Veränderung. In einer positiven Veränderung. Bewegt sich schon was? Bewegt sich schon? Hoppa. Das waren jetzt sehr viele.
Sehr schöne Botschaft. Ich tue das mal Zunge. Sehr schöne Botschaft. Wenn du Single bist, was ist dein Support? Deine Unterstützung? Erstens einmal die Botschaft, hey, es ist alles schon wirklich in Veränderung. Ja? Und zwar, das ist doppelt angezeigt, eine glückliche Veränderung, ja. Und du befindest dich in einer Situation, wo du dich einfach nicht so wohl fühlst, ja. Deswegen schaust du dieses Orakel und sagst, gut, was ist da jetzt das Gute dran, was ist jetzt das Geschenk dran, ja. Und kommen ist, hey, du hast Unterstützung, du hast Support, ja. Die Frage ist jetzt, okay, von wo? Was ist die Unterstützung? Es ist die Weisheit, ja, weil der Fuchs schaut in diese Richtung und ja, also da, wo du, also der Fuchs schaut raus, ja, und dieses Ende ist dann sozusagen, das wäre die Lüge, der Betrug, Selbstlüge, wie auch immer, ja, falsch, und das ist richtig und wahr, ja. Und das Buch ist auch so von einer, also so wie ich, auch eine, die Bedeutung dieser Karte verstehe und seit 5 Jahren interpretiere, ist auch die innere Weisheit, ja, das magische Buch der Spiritualität, aber auch, schau her, das Buch ist genau auf diese Seite aufgeschlagen. Also verankere dich ja in dem Bewusstsein, oder dein Support ist, so richtig formuliert, dass das neue Kapitel, ja, bereits aufgeschlagen ist. Und das Buch ist ja immer gerade die für mich auch Spiritualität beinhaltet. Ja, dieses magische Buch, dieses mystische, ja. Du spürst es bereits, du weißt es bereits, ja. Und das ist deine Sicherheit und das ist auch die Wahrheit, ja, weil der Fuchs rausschaut. Das, dass du offen bleibst, ja, für etwas Neues, ja, für das Alltagsglück in der Liebe, ja, und dich verankerst in diesem Wissen, ja, und öffnest weiterhin für die Wahrheit, da kann dir die Spiritualität sehr gute Dienste erweisen. Also ich sehe da den Anker nicht als klassischen Beruf, weil das Buch da, es kann auch sein, dass dir Bücher Inspirationen geben, das freilich, aber ich sehe da das, diese Karte, ja, definitiv als Spiritualität, also als Verankerung in spirituellen Weisheiten, und zwar die dahin deuten, die dich in deiner Wahrheit, in deiner ganz speziellen Wahrheit, also nicht dir jetzt irgendwas verkünden, was gar nicht der Wahrheit ist, sondern wo du sagst, okay, das resoniert mit mir, das ich spüre, das ist meine Wahrheit in der Liebe, ja, das, was ich, wie du dir einen Partner wünschst, wie du dir eine Partnerschaft wünschst und so weiter, ja, dass du daran festhalten sollst, ja, ja, an dieser Gewissheit, an dieser inneren Wahrheit, denn es ist alles schon im Prozess, in Bewegung, ja, und das ist sozusagen dein Support. Und an der Unterseite der Bär. Das ist wirklich voll die Stabilität und ja, der Bär ist auch, also symbolisiert, die Karte der Bär symbolisiert auch einen Mann. Ja, also das ist alles schon unterwegs. Ich habe jetzt nur gar nicht mehr den Impuls, dass ich von den Tarotkarten ziehe, liebe Singles, Stapel 2, weil das ist so eindeutig, so wunderschön, hat sich das jetzt gezeigt. Danke für dein Abo, danke fürs Like, danke fürs Mit dabei sein. Ich freue mich sehr, wenn du wieder
vorbeischaust und mit dabei bist. Viel Segen für dich, Stella. Stapel Nummer 3. Du befindest dich in einer Situation, Bereich Liebe, wo du sagst, ich weiß es nicht, was ist da in meiner Situation das Geschenk? Es ist so herausfordernd oder ich verstehe es einfach nicht und ich möchte gerne wissen, was ist da bitte dran, das Geschenk? Es ist unabhängig davon, ob du in einer Partnerschaft bist, ob du Single bist, ob du Wunschpartner, Dreieckskonstellation, ja? Also das ist für dieses Auswahlorakel, für dieses kollektives Orakel gleich. Du weißt, es ersetzt auf keinen Fall eine persönliche Beratung. Du merkst wirklich, ob du die wiederfindest oder nicht. Und wenn nicht, dann ist es einfach nicht der Stapel oder einfach nicht den Orakel. Es kann nicht für jeden gelten. So, was ist dein Geschenk, Stapel 3, in deiner Situation jetzt? Schauen wir mal. Stapel 3, dein Geschenk. Jetzt in der Liebe, in der Liebe. Ich kann es nicht sagen, wie lange das dauert, wenn ich einfach den Impuls habe, dass die Karten springen sollen. Vier. Angst. Dein Geschenk in deiner Situation ist, dass du, unabhängig in welcher Konstellation du bist in der Liebe, mit deinen Ängsten konfrontiert wirst, dass du deine Ängste dir anschauen darfst. Jetzt wirst du sagen, na super, wer schaut sich schon gern seine Ängste an? Aber das, was jetzt für dich da ist, ist, wann Ängste getriggert werden, wie es so schön heißt, also wenn diese berühmten Knöpfe gedrückt werden, wenn du das spürst, wenn sich das zeigt, dann, also wenn es an der Oberfläche ist, ja, dann hast du die Möglichkeit, und das ist das Geschenk in deiner Situation in der Liebe, dann kann es verändert werden. Erst, wenn es sich zeigt, ja, zum Beispiel, du befindest dich in einer Partnerschaft, du überlegst, ob du dich trennst oder nicht und hast tausend Gedanken und sagst, na, um Gottes Willen, die Kinder und dort und da und das schafft es ja nicht allein oder so, ja. Und dann kannst du das, weil sie diese Ängste zeigen, hast du die Möglichkeit und das ist das Geschenk, ja, dass du das veränderst, dass du durch diese Angst durchgehst oder wann du Single bist, ja, und für deine Wahrnehmung schon zu lange, ja, das ist ja immer relativ, ja, für den einen ist es lang, Single zu sein, 2 Wochen, und für den anderen sonst 10 Jahre, ja, es ist die Angst, dass du sagst, boah, ich finde überhaupt nie jemanden und ich hätte sogar eine glückliche, liebevolle Partnerschaft. Oder vielleicht ist die Angst, ja, ich bin nicht gut genug, keiner will mich und keiner, ja, so. Ja, also diese Angst zeigt sich, die ist da und ist am Licht sozusagen, wird dir bewusst und jetzt kannst du sagen, okay, ich stehe dazu, das ist diese Angst. Und ich
Ich verändere das jetzt, ja. Ich gehe zum Beispiel trotzdem in einen Kontakt, ja, trotz der Angst, ja. Ich gehe trotzdem in eine Begegnung, ja. Wenn du einen Wunschpartner hast oder Dreieckskonstellation, ja, dann kann die Angst anders gepolt sein, ja. Das heißt, ich könnte da jetzt unzählige Möglichkeiten aufzählen, aber du weißt sicher, was gemeint ist und was deine Angst ist, ja. Also der Mensch ist jetzt verheiratet und du bist die Geliebte, ja. Dass er hat dir jetzt schon 50 Mal gesagt, ja, ich lasse mich scheiden, ich trenne mich und mit dieser Frau spürt sie gar nichts mehr ab. Und dass du die Angst hast, dass es doch anders sein könnte, dass diese Versprechungen Illusionen waren, ja, zum Beispiel, ja. Also es geht darum, diese Situation, in der du gerade liebestechnisch bist, hält das Geschenk bereit, dass sich deine Ängste zeigen. Und wir schauen uns das jetzt natürlich noch näher an. Orakel, wirklich. Oh, mal so. Vier. Nehmen wir einen Schluck Tee. Wie kannst du denn durch die Ängste durchgehen? Das war. Wie kannst du durch die Ängste durchgehen? Was raten dir die Tarotkarten? Wie, hoppala, kannst du durch die Ängste durchgehen? Und die wollte auch noch raus. Stapel 3. Durch Analyse. Das klingt jetzt sehr trocken und sehr nüchtern und sehr pragmatisch durch Analyse. Und zwar Analyse deiner Ängste. Also wie wahr sind deine Ängste? Wie realistisch sind sie? Wirkliche Licht drauf zu werfen. Dich zurückzuziehen. Ja, das liegt doppelt. Dich zurückzuziehen in dich, also dir quasi eine Auszeit zu geben. Ich tue noch ein bisschen auf. Größer. Ja. Dass du dir eine Auszeit gibst, nimmst, das kann eine Stunde sein, das kann aber auch ein Tag sein oder eine Woche, wo du dir wirklich Zeiten gönnst, wo du dir Zeiten gönnst, des Rückzugs, um zu analysieren, ja, der König der Schwerter. Zu analysieren, abzuwägen in Liebesdingern. Wie? Und zwar es geht um, also wie kannst du durch die Angst durchgehen, ja? Also wie kannst du durch die Ängste durchgehen, ja? Auf welche Art? Und zwar durch Analyse der Ängste. Also wie realistisch, ja, der König der Schwerter ist wirklich der Realist. Wie realistisch ist wirklich diese Angst? Was ist die Wahrheit? Angenommen, wenn du Single bist und sagst, wow, ich finde nie wieder jemanden und ich habe nie wieder werde eine liebevolle Partnerschaft führen und nie wieder werde ich mich verlieben und keiner mag mich und so, jetzt sehr überzeichnet gesagt, ja. Wie realistisch ist es? Gar nicht, ne? Weil es ist relativ unwahrscheinlich, dass du nie wieder jemanden kennenlernst und die nie wieder verliebst.
Also das ist jetzt nur ein Beispiel, ja. Also das musst du dann, also die Kartenraten, das solltest du dann für dich analysieren. Aber wirklich, was ist die Wahrheit? Sagt deine Angst, sagen deine Ängste die Wahrheit? Ja? Oder wenn du sagst, okay, du befindest dich in einer Partnerschaft und würdest dich gern trennen und hast einfach Angst davor, dass, was weiß ich, weil das, du sagst, okay, dann schaffe ich das überhaupt nicht und so. Oder ist das realistisch oder gibt es da vielleicht auch Menschen, die dich unterstützen? Oder hast du schon so viel in deinem Leben geschafft, dass du das natürlich schaffst? Also wie realistisch sind diese Muster der Angst? Wirf das Licht drauf, ja, die Sonne. Und erkenne auch deinen Standpunkt, dass dein Standpunkt ja mit den 7 der Stäben gar nicht so schlecht ist, sondern ganz im Gegenteil, du hast einen guten Stand. Du bist erhöht. Das sind sozusagen diese Widerstände, diese Herausforderungen und du bist erhöht. Das heißt, du hast eine gute Positionierung, ja? Also sie ist wirklich, ja, die Mäßigkeit ausgewogen, ja? Und nicht, also die Angst hat ja nichts damit zu tun mit Ausgewogenheit. Die Angst blockiert ja. Das hat ja auch nichts, ja? Also wenn du nur in der Angst bist, dann bewegt sie gar nichts. Sie beides. Sieh diese Position, ja. Und das Geschenk in der Liebe für dich ist, indem sich die Angst oder die Ängste zeigen, dass du überhaupt mal deine Positionierung und dein Statement, ja, was willst du in der Liebe überhaupt, ja? Welche Möglichkeiten hast du, dass du das überhaupt mal hinterfragst? Ja, wenn die Angst so arg ist, ja, dann. Irgendwann wird es unangenehm, ne? Und dann, so sagen die Karten, gilt es mal unter die Lupe zu nehmen, ja? Im König der Schwerter, die Liebe, die Themen der Liebe zu beleuchten, im Bewusstsein, ja? Und wo stehe ich wirklich? Sind diese Ängste realistisch? Das ist, da geht es ganz stark um Analyse und Realismus, ja, also einen realen Zugang, also wirklich mit Köpfchen, ja. Eine Positionierung, Stapel 3, der also eine objektive Sicht auf die Ängste. Und das, was jetzt auch noch durchkommt, ist, dass das, also, dass es da um Ängste geht, ja, die schon sehr alt sind, vielleicht sogar von der Kindheit und die einfach in dieser, also Liebesthematik, wo du bist, ja, das Geschenk ist ja, dass sie diese Ängste zeigen, dass so ganz alte Ängste jetzt sie transformieren dürfen, gelöst werden dürfen und die Mäßigkeit ist auch eine Heilungskarte. Also, dass sie geheilt werden dürfen, insofern als dass du durch die Angst durchgehen darfst und dass sie überhaupt, dass sie keine Macht mehr über dich haben. Ja. Riesengeschenk. Riesengeschenk, Stapel 3. Ich danke dir für dein Mitdabeisein, für dein Abo, für dein Like, als Zeichen deiner Wertschätzung. Ich würde mich total freuen, wenn wir uns wieder sehen. Wenn du wieder mit dabei bist. Und viel, viel Segen von ganzem Herzen für dich. Stella.